Herr Schadau, darf ich und Sie nochmal ganz herzlich im Namen des SK Rapid hier begrüßen. Nach dem Bundesligaspiel gegen den WRC und darf den Trainer bitten, ja, ein ziemlich außergewöhnliches Match aus deiner Sicht zu analysieren. Na, ich glaube, auch für die anderen wird es eigentlich komisch gewesen sein. Ich denke mal, dass es so war, dass wir gegen einen Gegner gespielt haben, der eigentlich erste Halbzeit kaum vorhanden war. Wir natürlich jetzt auch nicht die großen, wir haben zwar die eine oder andere Chance gehabt, aber wir wollten schon nach vorne spielen. Der Gegner hat heil in der Defensive versucht, was ja legitim ist. Wir haben da mehr Ballbesitz gehabt, aber dadurch, dass wir sehr destruktiv gespielt haben, war es jetzt schwierig für uns, aber trotzdem hat unsere Spielrichtung gestimmt. Und nach der Pause war es dann so mit dem 1-0, hat man sich gedacht, dass es jetzt grundsätzlich durch wäre. Und ich bin auch jetzt noch der Meinung, es wäre durch gewesen, wenn dann eben nicht diese Geschichte passiert war, die mittlerweile irgendwo echt ärgerlich ist, weil es jetzt leider zu oft passiert. Und dieser Elfmeter, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man den nur auf Bildersicht, ich meine, ich habe es im Spiel schon gewusst, habe aber im Prinzip nichts gesagt, weil ich zu weit weggestanden bin, aber ich habe es vermutet, dass er dann noch krasser ist und dass der Schiri so noch durchsteht und auch die anderen und das nicht sehen und der Spieler eigentlich dort eigentlich auch den sterbenden Schwan spielt und dann das gemacht wird, das hat das Spiel dann gedreht natürlich. Und ist dann auch der Matteo, was uns hier dann damit keinen Gefallen da hat, aber ich glaube, alles wäre nicht passiert, wenn diese krasse Fehlentscheidung, das ist nur milde ausgedrückt, wenn das nicht passiert wäre, dann würden wir heute über einen Sieg von Rapid reden. So reden wir jetzt von einer Niederlage und ist ärgerlich, weil es steckt schon sehr viel Arbeit dahinter. Die Spieler bereiten sich auf jedes Spiel sehr, sehr gut vor, machen das sehr, sehr gut und wären dann eigentlich mit einer unglaublichen Entscheidung irgendwo bestraft. Und ist irgendwie maßlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deshalb müssen wir die Niederlage hinnehmen. Aber ich bin wirklich heilfroh, wenn nächstes Jahr die WAR in Kraft tritt. Weil ich denke, mittlerweile ist das echt schon. Weil ich glaube, wenn man heute die Spiele gesehen hat, auch der Dominik Dahlemann kann ein Lied davon singen. Also betrifft es nicht nur uns. Aber ich glaube, unser Höfer war Mitte von Baden zum 3-3. Das war schon ein Nosenspitzenrennen, muss ich sagen. Und deshalb ist es echt ärgerlich. Und ja, wir haben jetzt noch drei Spiele. Und bin wirklich echt nach wie vor verärgert, weil das einfach so viele Dinge dann noch passieren. Und das irgendwie ist menschlich Geschichte, das kann ich mittlerweile nicht mehr hören. So, Gedanke, und ich nehme an, Christian Hackl hat eine Frage. Hast du das Gefühl, dass generell, weil es ist ja wirklich nicht das erste Mal, dass werden die Schiedsrichter immer schlechter, sind sie überfordert, was ist da, was glaubst du, weiß ich nicht, liegt da was halt schon in der Ausbildung oder war das früher auch so und haben wir halt nicht darüber geredet, ich weiß es nicht, aber was hast du für einen Eindruck? Nicht? Es wiederholt sich, ja, es trifft ja wirklich nicht nur Rapid. Ich war nie bei einer Schiedsrichtertagung dabei oder ich bin jetzt nicht beim Schiedsrichterkurs dabei, muss ich dazu sagen, aber dieses Foul hätte ich heute gesehen, ich habe mir gesehen, dass er im Bild steht, also er war keine 15 Meter weg und allein wie der Spieler durchschwingt von uns, allein von daher kann er keinen Fall gemacht haben, wo der Wernitzink herkommt. Nur Wernitzink, wissen wir auch alle, hat es in Europa auch schon wirklich geschafft, dass er bekannt wird, wenn man nur das Feyenoord-Spiel hernimmt. Und ich glaube, dass irgendwann muss man sich wirklich die Frage stellen, ob solche Dinge, du kannst es nicht mehr rückgängig machen, aber ich glaube, dass man auch irgendwann solche Exempel statuiert, irgendwann auch bei Übung. Das sind jetzt so Dinge, die was, glaube ich, in Fußball noch weiterhelfen würden. Diese krassen Entscheidungen, wenn ein Spieler im Prinzip oft sich mal aufs Kich greift, obwohl er ihn bei der Schulter erwischt hat. Das sind Dinge, da muss man dann auch später mal durchgreifen, damit es vielleicht nicht Oberhand nimmt. Weil es ist leider so, dass das wirklich im heutigen Fußball eine große Geschichte ist. Und das ist halt nicht das Schöne am Fußball, würde ich sagen. Bitte. Jetzt,
ich meine, wenn man Baratsch sagt, so, das tut man nicht, ich meine, die Rote, das ist Ärger. Aber Folge, natürlich ist jetzt der zweite Platz, man hat noch den LASK und Sturm. Also zuerst Sturm, dann LASK, jetzt Salzburg. Natürlich wird man wahrscheinlich mehr oder minder hiefern, wir sind mit 9 Punkten Rückstand. Du wirst sagen, du willst natürlich gewinnen, aber mehr oder minder Gratulation. Ist es bei dir eine Überlegung, dass du am Mittwoch wirklich ein paar Leute schonst? Die wir jetzt kann schonen, aber natürlich der Dejan Petrovic hat die 50 Euro bekommen. Matej Baratsch wird eine Sperre bekommen. Und deshalb ist es so, dass wir zu jedem Spiel von versuchen, unser Bestes zu geben. Natürlich wissen wir ganz genau, dass das Salzburger nicht zu Unrecht die beste Mannschaft ist in Österreich, aber wir haben 3 Spiele noch und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist jetzt nicht so, dass die Welt jetzt untergeht, muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Aber es wäre das sehr schön gewesen, wenn du diesen Sieg machen es können und er war, für meine Begriffe, war er eigentlich aufgelegt am 1-0 bei WRC wirklich kaum im Spiel, aber andererseits, Fußball wird 90 Minuten gespielt und in Vorentscheidungen gehören dazu zum Spiel und dass Vorentscheidungen dann Spiele drehen können, ist auch ganz klar. Nicht? Das ist auch so, aber durch die Wahl hoffe ich doch, dass irgendwann Ruhe einkehrt und dass auch Spieler, die was denn das dann des Öfteren machen, dass sie dann natürlich einmal auch zur Rechenschaft gezogen werden. Es geht einmal, die 3 Spiele, es gibt ein Spiel gegen Salzburg und 2 Endspiele. Kann man das so machen, sagen wir am 2. Platz? Es gibt 3 Spiele und ein Spiel gegen Salzburg und 2 Endspiele, habe ich jetzt nicht verstanden. Okay. Weiß ich nicht, was das heißt jetzt. Also wir haben 3 Spiele. Oder zählt das Salzburg-Spiel jetzt nicht? Weil es direkte Duelle sind, nicht? Ja, aber das ist ja so. Also ich denke ja, wir können jetzt keine anderen Gegner aussuchen. Also in der Masterrunde ist es so, dass da diese Mannschaften sind. Ja. Und deshalb werden wir jetzt gegen Salzburg spielen, danach gegen Sturm und danach LASK. Und dann gehen wir alle in Urlaub. Bitte, alles steht da. Ich würde nur noch einmal gern zu den Schiedsrichter zurück, weil es wird immer allgemein gesagt, wenn der VAR da ist, dann wird das alles besser. Aber was da für Fehlentscheidungen passieren, und zwar von mehreren Schiedsrichtern und über längere Zeit, liegt da das Problem nicht tiefer, ist das nicht massiver, als dass man sagen kann, es wird der VAR kommen und dann wird das schon alles wieder funktionieren, muss man da nicht generell mehr hinterfragen? Keine Schiedsrichter mehr bei uns, bei Europameisterschaften, bei Weltmeisterschaften, in großen Europacup-Spielen und so weiter. Ich bin jetzt nicht da, dass ich da jetzt die Thematik der Schiedsrichter aussprechen soll. Ich spreche heute nur das heutige Thema an, dass das eine unglaubliche Fehlentscheidung war, die was er wahrscheinlich jetzt selber wissen wird. Er wird zwar sagen, es tut ihm leid, aber für den hat er kein Club was. Es hat kein Trainer, kein Spieler hat was davon. Wenn solche Entscheidungen getroffen werden. Und das heißt jetzt nicht, dass sie jetzt ihr Leben lang vor Fehlentscheidungen gefeit sind. Das ist ja so. Sie werden immer wieder Fehlentscheidungen treffen. Aber ich glaube, durch die Wahl wird es passieren, dass man eben diese Entscheidung, wie sie jetzt war, kann man da nüchtern betrachten, sachlich betrachten und eben irgendwann einmal eingreifen und sagen, diese Spieler, die dann so unsportlich sind, dass man dann denen eine Gelbe gibt oder was auch immer. Aber es muss einfach aufhören, dass diese Show, dass das überhaupt nicht mehr Fußball ist ein Sport, wo ich sage, da geht es um Zweikampf, um Emotionen, um Leidenschaft, aber es geht nicht um unsportlich sein, wo es natürlich auch passiert, aber in der Form, glaube ich, will es kein Spieler oder kein Zuschauer leben. Ja? Und das ist, glaube ich, das größere Thema, weil ich denke auch, dass die Spieler da gefordert sind, nicht ihr Show abzuliefern und permanent am Boden umzukugeln. Das ist das Nächste, ja. Bitteschön, gibt es noch Fragen zum Spiel? Ich glaube, Schiedsrichter ist alles gesagt. Da wird beim nächsten Mal beim ÖFB oder bei der Liga nachfragen, wo die Experten sitzen. Aber wenn es zum Match noch was gibt, gerne. Ansonsten allen einen wunderschönen Sonntagabend und virtuell sehen wir uns ja schon Dienstag um 13 Uhr wieder, einige von euch. Danke, schönen Abend.